Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Extremmarsch. Heute befinde ich mich in Koblenz und möchte mit euch zusammen mal wieder ein Stück des Rheinsteiges entlang marschieren. Dazu bin ich hier auf dem Hochplateau der Festung Ehrenbreitstein. Hinter mir der Rhein-Mosel-Blick, leider geschlossen, mach vielleicht erst später auf. Wetter ziemlich trübe, wie ihr seht, aber es soll zumindest trocken bleiben. Das ist die Hauptsache, also keine Zeit verlieren, los geht's. Nach etwa 400 Metern durchfuhr mich ein heißer Schreck. Ich hatte vergessen, den Spiritus einzupacken. Sollte jetzt etwa die Küche kalt bleiben? So, da habe ich gerade mal den Dirk angefunkt, ob der mir mit etwas Brennstoff aushelfen kann. Der wohnt ja hier in Koblenz. Da warte ich jetzt noch auf Rückmeldung. Ansonsten fiel mir gerade noch ein, ich habe die Kerzenlaterne dabei. Und da könnte ich mithilfe der Gaskartusche auf dieser Flamme kochen. Müsste dann aber eben das Kochbehälter die ganze Zeit in der Hand halten, weil kein vernünftiges Gestell dafür vorhanden ist. Gut. Lassen wir uns da mal überraschen, wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. So, gestern bin ich mit dem Flo vom Kanal Flobus raus in Frankfurt gewesen zum freien Training zu dem im Frankfurter Messeturm. Ne, der Flo hat mich ja herausgefordert, den Tower Run in Frankfurt mitzumachen kommenden Sommer. Und da gab es jetzt spontan organisiert vom Tower Running Germany Verein eben ein freies Training. Da konnten wir gestern so oft hoch und runter rennen, wie wir wollten. Alles war auf. Aufzug konnten wir benutzen. Und Leute, das hat Spaß gemacht. Es war so geil gewesen, aber ich spüre das natürlich heute noch in den Beinen. Die sind wie Pudding. Und diese leichte Steigung hier schon, die geht richtig auf die Kondition gerade, merke ich. Aber das baut natürlich auch weiterhin wieder Kondition auf. Auf jeden Fall, den ersten Marsch auf die Treppen habe ich in, sagen wir uns verlaufen, in 12 Minuten 17 und beim zweiten Mal konnte ich mich sogar verbessern, 11 Minuten 3. Also das war wirklich Wahnsinn für mich. Die Profis aber, die brauchen teilweise nur 8 oder 9 Minuten. Also wäre ich 100% gesund gewesen, ich leide immer noch schon, also jetzt schon das zweite Mal an der Männergrippe dieses Jahr. Ihr hört das auch so nasal sprechen, wird aber langsam besser. Also wenn ich 100% gesund bin und richtig aufgewärmt bin, traue ich es mir zu, das in unter 10 Minuten zu machen. Dann ist aber wirklich meine Schmerzgrenze erreicht. Wird also spannend. Ne? Und da sind solche steilen Passagen wie hier natürlich richtig viel wert. So, jetzt haben wir Kurt von Nüng, Kilometer 4. Und jetzt geht es eben erstmal 20 Kilometer irgendwie parallel zum Rheinsteig. Ich habe mal so einen Bogen laufen. Ne? Wir laufen jetzt, glaube ich, bis nach Spey und da gehen wir dann auf den Rheinsteig und gehen zurück zur Festung Ehrenbreitstein. Ja, hier ist jetzt eine interessante Stelle erreicht bei Kilometer 5, denn die werden wir heute Abend wieder kreuzen in der Dunkelheit, aber etwa 15 Meter tiefer. Dann geht es nämlich dann schon auf die Zielgerade zurück zum Mikrocamper. Leute, es geht das hier los mit so einem verschissenen, dreckigen Sprühregen, der dich komplett durchnässt. Mann, da könnte ich wieder auslippen, ne? Also der Wetterbericht erzählt nur Scheiße. Kilometer 11, 10.10 Uhr, herzlich willkommen in Niederlahnstein. Ja, es hat sich dieser Nieselregen gerade verzogen, aber der kommt dann gleich wieder. Das geht immer so auf und ab. Dann ist er da, dann ist er weg, dann ist er da, wieder stärker, mit Wind von vorne, von hinten. Ätzend. Gut, müssen wir irgendwie heute durchziehen. Auf jeden Fall merkt man hier auf jeden Fall, dass man die Großstadt Koblenz so langsam hinter sich gelassen hat. Wir kommen in mehr ländliche Regionen rein. Kommen jetzt gleich über die Lahn, da gehen wir drüber und dann noch Oberlahnstein und dann wird es grün. Dann wird es richtig grün und dann sind wir auch schon bald in Spey und dann geht es wieder zurück.
Kilometer 14, 20 vor 11, herzlich willkommen in Oberlahnstein. Und da vorne sehe ich gerade schon, das müsste die Marxburg sein, meine ich. Diese etwas weißliche Burg da am Horizont, das ist die Marxburg, meine ich. Genau, ja, geht auf jeden Fall voran. Schöne Aussichten vor uns. Auf jeden Fall habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass ich heute auf dem Rheinsteig gleich unterwegs sein werde. Und das ist dem Video oder beziehungsweise euren Kommentaren geschuldet unter dem Video, wo ich zur Waldburg gelaufen bin. Da hatte ich ja gefragt, was es so für Alternativen zum Rothaarsteig gäbe oder generell irgendwelche Steige, Pfade, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Da kamen sehr viele Vorschläge rein. Vielen Dank dafür. Und es wurde auch bestätigt, dass der Rothaarsteig eher langweilig ist, weil Borkenkäferopfer, ziemlich kahl gefressen alles, Waldautobahn. Also war das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass ich das Ding wegen Männergrippe abgebrochen habe. Also vielen Dank für diese zahlreichen Kommentare. Ja, wie gesagt, Rheinsteig, Vorschlag von euch, haben wir ja vor 2 oder 3 Jahren schon mal gemacht. Vor allen Dingen die Etappe, die wir heute laufen, die habe ich als sehr schön in Erinnerung. Vor allen Dingen, wenn du dann auf Koblenz drauf zuläufst und auch später in der Dunkelheit, das wird bestimmt richtig klasse von den Lichtern her, das wird toll werden. Ja, und des Weiteren habe ich mir dann überlegt, es kam auch der Vorschlag, den Urwaldsteig mal zu besteigen, zu begehen. Und ja, das habe ich zum Anlass genommen, das demnächst das dann auch mal anzugehen. Muss man ein bisschen mehr planen, weil das mal eben nicht so die Ecke rum bei mir ist, aber werden wir irgendwie hinkriegen. Das so zur weiteren Aussicht. Herzlich willkommen in Braubach. 2 Dinge sind passiert. Einmal habe ich mich verlaufen. Wir müssten nämlich schon längst auf der anderen Seite von den Schienen sein. Ich hoffe, dass das noch irgendwie klar geht, dass wir da hinten irgendwie rüberkommen. Ja, und die zweite Sache ist, wir bekommen heute Abend sehr lieben Besuch. Und zwar vom Dirk. Der bringt uns etwas Spiritus vorbei. Damit herzlich willkommen in Braubach. Da oben ist es die Marxburg. Die lassen wir erstmal links liegen, gehen weiter und werden dann später, wenn wir über den Rheinsteig zurückkommen, da oben dran vorbeikommen. Das heißt, es stehen heute wieder richtig ordentlich Höhenmeter bevor. Da freue ich mich schon drauf und ganz besonders meine Oberschenkel. Ja, Braubach, auch bin ich zum ersten Mal hier, zumindest wie ich mich erinnere. Ein sehr schönes, historisches Städtchen, ein Örtchen, Dörfchen am Rhein mit Fachwerkhäusern. Boah, jetzt kommen wir hier in den richtig historischen Teil rein. Leute, Schloss Philippsburg, Europäisches Burgeninstitut. Hier so ein schöner Durchgang, guck mal hier. Leute, richtig was fürs Auge hier. Und wenn jetzt noch strahlend blauer Himmel mit Sonne wäre, das wäre richtig genial. Elf, herzlich willkommen gegenüber von Spey hier am Rheinufer. Hier machen wir jetzt gleich ein ganz kurzes Päuschen, bevor es dann weiter auf den Rheinsteig geht. Vorher will ich euch aber noch etwas zu der neuen Insta360 Ace Pro erzählen, die ich ja jetzt schon seit längerem gewinnbringend benutze. Also die Kamera hat mich bisher nicht einmal enttäuscht. Sie macht, was sie machen soll. Sie filmt, ohne sich aufzuhängen. Sie zerstört keine Dateien. Sie friert nicht ein. Die Akkus gehen nicht von 90 auf 10% innerhalb von einer Minute runter. Also ein wirklich richtig geniales Kamera, die ich eben auch sehr gewinnbringend zusammen mit der Go 3 verwende. Da hatte ich mal ein eigenes Video drüber gemacht. Die habe ich immer hier in der Gürteltasche mit dabei, in diesem kleinen Stoffsäckchen. Da war mal, ich glaube, ein Jojo oder so drin, aber das passt da wunderbar rein. Und ja, da will ich euch mal kurz zeigen, wie ich das hier so mache. Mit der zweiten Perspektive. Damit kann man nämlich auch richtig schön im Schnitt manche Dinge verschwinden lassen, ohne dass es einer merkt und so weiter. Ne? Ich klebe mir das dann immer hier dran. Oder auch könnte man auch einrasten lassen, mechanisch. Ich mache es aber so, der Magnet ist schon so stark genug, dass das Ding hier hält. Bisschen ausrichten, Start drücken, dann kommt das Piepen. Zack. Und jetzt würde ich sagen, mit Ace Pro und Go 3. Und wenn die X3 auch noch mit dabei ist, sage ich die auch noch mit an, sodass ich die dann im Schnitt später synchronisieren kann. Ja, wenn ich dann jetzt so mit der Kamera eben draußen rumlaufe, hier mit der Ace Pro, so,
Bildschirm ist aufgeklappt, wunderbar. Dann kann man eben hin und her switchen zwischen diesen beiden Perspektiven und auch schon mal Wortfetzen rausschneiden oder ein Husten oder ein Niesen. Und das Ganze dann eben mit der Bildspur von der Go 3 auch nochmal so überblenden, dass das zwar chronologisch falsch ist, aber dass dieser Audioschnitt mit dem Bild nochmal ein bisschen überdeckt wird. Und damit fällt das dann in der Regel keinem auf, dass man da schnitttechnisch etwas dran getan hat. Und auch, Autokennzeichen verpixeln, kann man sich damit in den meisten Fällen dann sparen, wenn man die Go 3 mitlaufen lässt. Ne, wenn das Auto nämlich kommt, dann kann man umschalten auf die Go 3 und danach wieder zurück auf die S Pro, wenn das Auto nämlich vorbeigefahren ist. Ja, also wie gesagt, dieses Setup hier auch mit dem funktionierenden Mikrofon. Leute, ihr steckt das Mikrofon ein und das läuft. Das braucht keine 10 Sekunden, bis es erkannt wird. Einschalten, Aufnahme ist da und die Kamera funktioniert. Dazu habe ich dann jetzt insgesamt 4 Akkus. Die habe ich auch in der Gürteltasche immer mit dabei. Und bei 4 Stück, da braucht man im Grunde ja, für so eine anderthalb Tagestour gar kein Ladegerät mehr mitzunehmen. Da reichen die 4 Stück aus, austauschen, 9 rein und zu Hause nachladen. Sicherheitshalber hat man natürlich eine Powerbank mit dabei. Die ist dann im Rucksack drin, aber dann hört dieses Gefummle mit der Nachladerei nämlich auch mal auf. Ja, das war es hier dann soweit. Und jetzt machen wir ein kleines Päuschen und dann geht es zügig weiter auf den Rheinsteig. So, wie ihr habt, Butterbrot mit Leberwurst und eine schöne Dose Cola. Prost! So, da haben wir es inzwischen kurz vor 12. Jetzt haben wir jetzt noch 6 Kilometer etwa bis zur Stelle, wo wir auf den Rheinsteig treffen. Jetzt müssen wir erstmal hier diese Schikane unterwinden. Oh, Leute, stell mal vor, hast wegen mir 80 Kilometer auf dem Buckel, einen 18 Kilogramm schweren Rucksack noch da drauf und musst dann durch sowas drunter her. Das ist boah, Folter, richtig Folter. Da ist es egal, ob drunter oder drüber, da sind die Glieder schon komplett steif und dann kann man sowas echt nicht gebrauchen. Noch geht es, aber auch heute Abend werde ich ein bisschen runtergeputzt sein, aber nicht vollends zerschossen. Ja, auf jeden Fall seht ihr hier landschaftlich jetzt auch schon sehr viel ansprechender als eben da noch an der Schnellstraße, an der Bundesstraße da. Wir laufen jetzt, wie gesagt, noch 6 Kilometer, einen ziemlich großen Bogen hier durchs Grün durch und dann von hinten rum kommen wir dann auf den Rheinsteig drauf, rechter Hand, ja, ein Berg, dahinter dann der Rhein und dann Spey. Ne, wir laufen jetzt quasi immer noch so parallel zu der Landstraße, wo wir eben waren. Ja, und dann sind wir auf dem Rheinsteig. 12.18 Uhr, Kilometer 20, entschuldigt die etwas unterwürfige Perspektive jetzt, aber ich bin gerade nicht sicher, ob ich nicht hier einen nicht gekennzeichneten, zwar vorhandenen, wenn auch in schlechtem Zustand, aber ob ich einen nicht gekennzeichneten Weg jetzt hier gerade betrete. Ich habe zwar mit Komoot geplant, aber da kannst du nie sicher sein, dass es vor Ort dann alles anders ist, ist klar. Ja, Steigung brachial, mir steht der Schweiß auf der Stirn, so muss das sein. Die Oberschenkel, Leute, Wahnsinn, was ich da gestern Gas gegeben habe auf diesen Treppen da. 2400 Stufen insgesamt, Leute, irre war das. Ich glaube 61 Etagen oder sowas. Sohnemann und Freundin waren übrigens auch mit. Die haben es beide geschafft und der Sohnemann noch vor der Freundin, also vor seiner Mutter. Also ich war stolz auf beide gewesen, weil das war wirklich ein richtig derbes Brett gewesen. Und wenn man es da hoch schafft, zumindest schon mal ohne stehen zu bleiben, ist das schon mal eine sehr gute Leistung. Ja, und hier mit diesem Weg jetzt gerade, also überall umgestürzte Bäume. Leute, was ein Driss! Das ist natürlich auch von Region zu Region wird das unterschiedlich gehandhabt, ne? Wie es da mit dem Wegenetz und dem Wegeplan bei den heiligen Ordnungsämtern da aussieht. Ne? Aber du kannst nicht jedes Mal, bevor du irgendwo wandern gehst, beim Ordnungsamt nach irgendwelchen Landkarten fragen. Leute, was ein Schwachsinn. Ah, Leute, was ein Driss. Schweiß gebadet. Komm, jetzt tun wir aber was Gutes hier. Ne? Dann haben wir hier eine Öldose auf dem Boden, im Wald. Das ist doch nicht normal sowas. Also, haben wir mal schön aufgesammelt jetzt, stecke ich mir in den Rucksack und schmeiße das zu Hause in die Mülltonne. Und da sind immer noch Reste, da sind bestimmt noch Reste drin. Das gehört eigentlich, glaube ich, in die Dingens, in den Sondermüll. Ne? Ja, hier auf jeden Fall eine kleine Hütte. Was haben wir hier? Ziemlich finster. Tür geht aber auf. Gehen wir mal rein. Die fällt wieder zu.
Ja, gut. Leere Schnapsflasche, leere Bierflasche, Pappbecher. Sonst Duster und nichts drin. Auch ziemlich vermodert schon. Grün hier, das ist okay. Hier oben das Dach seht ihr, ziemlich runtergerockt. Ja, jetzt stecke ich mir die Ölkanne hier in den Rucksack. Ne? Also echt wirklich unverständlich sowas. Ich glaube, da werde ich auch mal anfangen in Zukunft. Irgendwie so, wenn der Rucksack nicht proppevoll ist, nehme ich mir einen Müllbügel mit und stecke dann da, sofern ich das dann eben zum Greifen nahe vor mir habe, so ein Driss in den Rucksack und bringe dahin, wo es hingehört. Leute, das ist ja toll jetzt hier. Ich habe zufällig einen Friedwald gefunden. Ist das nicht geil? Ihr seht hier diese weißen Schilder da an den Bäumen. Ich glaube, da vorne kommen wir ein bisschen besser ran. Leute, klasse. Da bist du hier umgeben von Toten. Zusammen mit den Toten. Da sind Schilder drauf. Sonja, eine Sonja, die ist 2017 gestorben. Jetzt haben wir hier einen Tomir oder Tomir, auch 2017. Günther, 56 bis 18, ja, die werden dann verbrannt und die Asche wird hier in den Boden. Ich weiß gar nicht, wird das dann eingebuddelt und ein bisschen verscharrt oder oben drauf gekippt und Wasser drüber? Ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall richtig klasse. Dazu dann so ein Schild, richtig massiv aus verzinktem Stahl in den Boden gerammt. Ob man da auch noch in ein paar Jahrzehnten weiß, wer da einst beerdigt wurde. Da vorne auch eine Bank, können wir auch mal hingehen. Da kommst du hier auf den Friedhof mitten im Wald. Also ich finde Friedhöfe generell, finde ich toll. Das ist eine ganz schöne, stille Stimmung da. Auch die vollkommen bewirtschafteten Friedhöfe mag ich sehr. Ne, aber so ein Friedwald hier, das ist doch eine ganz andere Nummer. Ne? Da sitzt die hier, überall wo du guckst, überall weiße Schildchen. Leute, Wahnsinn, wie viele Leute hier beerdigt wurden. Geil, richtig geil. Ja. Dann kommen wieder so Fragen auf, Leben nach dem Tod. Obwohl, wenn man es mal rational betrachtet, hier wurden Häufchen von Kohlenstoff hingeschüttet. Das ist das, was physikalisch, chemisch im Grunde passiert. Aber so, ja, man hat ja doch als Mensch immer so den Glauben an das Übernatürliche und dass man doch irgendwie denkt, dass die Ahnen dann da ihre Ruhe finden. Ja, gut, hier noch philosophiert. Was ist das hier? Rheinhöhen-Ruhewald 2. Toll, weiter geht's. Uhr, Kilometer 24, herzlich willkommen an der Ruine einer alten Wassermühle. Der Rheinsteig beginnt für uns gleich da hinten, aber das habe ich bei der Planung noch mit dazu genommen, so einen kleinen Schlenker mit eingebaut, weil das einfach schön aussieht. Eine Ruine am Wegesrand war mal, wie gesagt, eine Wassermühle. Wahrscheinlich lief dann hier dieses Mühlrad durch und hat wahrscheinlich einen Mühlstein angetrieben, um Korn zu mahlen. Ich glaube kaum, dass 1700 irgendwas schon Generatoren angetrieben wurden. Genau, sieht sehr schön aus, wird auch von einem Bauern oder von einem Förster genutzt, um da drin irgendwelches Gerümpel abzulagern, so Hölzer und Bretter und sowas. Ja, soll uns nicht weiter stören. Jetzt gehen wir schnurstracks zu auf den Rheinsteig. Herzlich willkommen zu unserem Startpunkt auf dem Rheinsteig. Der Rheinsteig beginnt natürlich schon sehr viel früher, wahlweise in Bonn oder andere Richtung. Mainz? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, hier bin ich auch schon jetzt mindestens zum dritten Mal. Das erste Mal vor 3 oder mittlerweile 4 Jahren mit dem Dirk, der übrigens auch schon unterwegs ist mit dem Fahrrad. Der hat meine Anfrage zum Brennstoffbereitstellung genutzt, um eben heute auch ein spontanes Fahrradvideo aufzunehmen. Kann sein, dass wir uns begegnen werden. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder an dieser rostroten Quelle angekommen. Und da werden wir natürlich mal ein Schlückchen trinken hier. Ah, ich erinnere mich, das war ziemlich unappetitlich, das Wasser. Mal probieren. Ja. Extremst eisenhaltig und auch kohlensäurehaltig. Leute, geil sowas. Ha, da war ich gerade sowas von euphorisch gewesen. 13.37 Uhr, 23,8 Kilometer zurückgelegt. Aber ein Problem mit Komoot ist aufgetreten.
Der Track ist weg. Ich sehe nur das, was ich bis hierhin aufgezeichnet habe. Der Rest ist verschwunden. Das heißt, ich muss jetzt das bisher Aufgezeichnete abspeichern, um dann den Rheinsteig wieder hier als Track zu laden. Weil nur auf diese Symbole hier zu achten, das ist mir zu heiß. Dabei siehst du mal was und dann bist du verloren im schlimmsten Falle. Gut, das machen wir dann auch so. Müssen wir zum Schluss die Kilometer eben aufaddieren. Das finde ich immer blöd, weil man dann so nie auf einen Blick weiß, wie viele Kilometer man schon hat. Das ist teilweise ein bisschen frustrierend, aber oh Leute, guck mal hier, dafür haben wir jetzt hier diesen genialen Blick auf den Rhein. Und was mich auch richtig freudig stimmt, der Dirk erwartet uns an dieser kleinen Kapelle in der Nähe von der Marxburg. Ach Leute, ist das schön hier. Da weiß man wieder, warum man sowas macht. Hier, kleine Schutzhütte, Feuer machen verboten, steht extra drauf, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt hier rumdrehen, Achtung, hat man wieder einen gigantischen Blick über das Rheintal und noch 1,6 Kilometer bis zurück zur Marxburg. Ich glaube, ich kann den Dirk schon sehen. Da unten ist die Kapelle, wo wir hin müssen. Da wird der Dirk gleich auf uns warten und danach geht's steil nach oben zur Marxburg. Nee, war denn drin. Jetzt habe ich es geschafft, den Rheinsteig zu verlassen. Habe eben oben auf dem Berg eine Abbiegung verpasst. Und jetzt sind wir hier auf der Stelle, wo wir eben schon hingelaufen sind. Ich hoffe, die Kapelle, die ich eben gezeigt habe, das ist die Kapelle, von der Dirk gesprochen hat. Also, das wären jetzt noch ja, hier vorne direkt an dem Friedhof. Hey, das ist die nicht. Da gab es doch noch eine andere Kapelle. Mit so einem Mühlstein, meine ich. Kann das sein? Oh, Leute, nicht, dass wir den Dirk jetzt verpassen. Aber ja, zur Not ist man hier verbunden über Handy. Ach Leute, war denn Driss? Ja, ich gucke gerade hier auf WhatsApp, da haben wir unsere Standorte geteilt und ich gucke den Weg entlang, ich denke, der müsste doch schon lange da sein. Ja und richtig, es war übrigens doch diese Kapelle, die ich gezeigt hatte, aber der Dirk sitzt hier eine ganze Etage tiefer, der ist mit dem Fahrrad unterwegs, sitzt hier auf einer kleinen Bank, rechter Hand bzw. links vom Weg. So, die 10 Meter bleibt er jetzt noch dran, da vorne ist er, guck mal, die Rettung in der Not ist da. Ist das schön. Leben Dirk. Hi Sebastian. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, da ist er. Kurzen Break, da sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, herzlich willkommen an der Marxburg. Da drin ist leider Filmen verboten, deswegen machen wir das jetzt hier von draußen aus. Hab mich mit Dirk schon richtig nett unterhalten wieder. Sehr erfrischend hier, so ein Gesprächspartner nach knapp 25 Kilometer wieder zu haben. Aber der Dirk hat ja die Rettung für heute Abend mitgebracht. So sieht's aus, gell? Brennstoff. Ja. Herr damit, ich brauch Stoff. Sebastian, heute Abend was Warmes zu essen hat. Dann schauen wir doch einfach mal. Also ich hätte dir anzubieten, 3 Päckchen Esbit. Guckt euch ja? das an. Die sind nass zwar, aber die sind innen eingeschweißt. Esbit, Leute. Und dann hätte ich noch eine halbe Flasche Brennspiritus. Ich würde das gerade mal hier parken. Genau. Oh, guck mal hier. Ja? Damit sind wir doch schon zufrieden. Geil, da kriegen wir zweimal den Brenner mit vorne gemacht. Ja, da kannst du locker zweimal den Brenner. Also der hält ja eine halbe Stunde geil. Damit. Das heißt, einmal warm Wasser für Duschen, einmal warm Wasser zum Kochen. Leute. Also damit kriegst du 2,5 Füllungen hin, locker. Also fast 1,5 Stunden. Leute, ja? Dirk, du bist die Rettung. Jo, gerne. Wahnsinn, Dankeschön. Ja. Tausend Dank, wirklich. Gerne. Das hat die Tour hier gerettet, definitiv. Ja. Ja, damit würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Päuschen hier. Ich schiebe noch einen Botterab und eine Cola rein. Hast du auch was zum Essen dabei? Nee. Ich werde ja heute Abend versorgt. Er wird versorgt. Genau. Dirk hat eben schon Flüssignahrung zu sich genommen. Ja, so ein kleines muss sein. Muss sein, ganz genau. Ja, wie gesagt, dann jetzt hier ein bisschen Päuschen, noch ein bisschen Schwaden mit Dirk. Und dann sehen wir uns gleich wieder ohne den lieben Dirk. Bis gleich. Ciao Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
So, da haben wir es inzwischen 15.25 Uhr, sind jetzt bei 4,83 Kilometer plus die 24 von vorhin, also noch nicht mal 30 Kilometer voll. Das heißt, wir haben noch über 20 vor uns. Die Tourrichtung und Reihenfolge, wie ich hier rumlaufe, ist auch alles kreuz und quer. Deswegen kann ich keine präzisen Angaben hier geben. Auf jeden Fall der Dirk, der ist jetzt auch nach Hause gefahren. Lieber Dirk, nochmal vielen Dank. Das war ein sehr erfrischendes Treffen gewesen und du hast mir auf jeden Fall den Abend gerettet mit dem Spiritus. Leute, das ist richtig viel wert. Und schön, wenn man so Leute kennt, die einem dann in der Not helfen können. Macht man selber natürlich auch, wenn es funktioniert, sehr gerne. So, da konnten wir eben noch schon mal diese drei Schornsteine da oben sehen. Leute, da kribbelt es immer so ein bisschen in meinen Fingern, weil der Dirk sagte, das ist mittlerweile auch nicht mehr im Betrieb. Und da sind von außen auch Sprossen dran. Aber ich glaube mittlerweile, sein Glück sollte man natürlich nicht allzu oft herausfordern. Jetzt sind wir aber hier komplett, ich weiß gar nicht, hier sind wir jetzt, was ist denn da los? Abgesperrt, kann da nicht Sinn, was ist denn da schon wieder los? Burgenleerfahrt Braubach. Liebe Besucher, aufgrund von Sturmschäden müssen wir den Weg leider auf unbegrenzte Zeit sperren. Ja, schade, dann müssen wir jetzt die Kamera ausmachen. Boah, klasse, da weiß man wieder, warum das Ding hier Rheinsteig heißt. Jetzt komme ich auch wieder schön auf Temperaturen in der Steigung hier, nachdem ich da eben beim Pause machen schon leicht anfing zu frösteln. Schweißgebadet, ein fantastischer Ausblick, dafür macht man solche Touren. Brachiale Steigung und ich erinnere mich, ja, ganz genau, das ist die Stelle, wo ich damals auch so geflucht hatte. Steigst hier hoch, Schweiß hier Bad und dann guckst du auf den Acker. Kann nicht sein, aber ist so trotzdem ein sehr schönes, kurzes Stück Klettersteig. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Blick hier zurück zum Rhein, können wieder zu Atem kommen und weitergehen. Uhr, wir sind jetzt etwa bei Kilometer 33 und ich habe jetzt hier so 3 bis 4 Kilometer vor Lahnstein meinen ersten Tiefpunkt auf dieser Tour. Ihr seht, es geht hier wieder nur quälend bergauf. Richtig anstrengend, der Schweiß läuft, ich bin außer Atem, moderiere noch dabei. Auf jeden Fall ist meiner Erfahrung nach, ist es dann besser, gerade in solchen Situationen den Arsch zusammenzukneifen, Faust in der Tasche zu machen und konzentriert bei der Sache zu bleiben, um ja nicht in so einen oh, ich kann nicht mehr Schritt runterzufallen und sich selbst anzufangen zu bemitzuleiden. Das bringt überhaupt nichts. So. Auch ich wünsche mir manchmal so einen Hubschrauber, der mich dann von oben greifen würde und dann zurück nach Hause bringt oder zum Mikrocamper, dass die Tour beendet ist. Aber das wird natürlich nicht passieren. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade solche Situationen wie jetzt einen enormen Konditionszuwachs bewirken, wenn man eben konzentriert und kraftvoll bei der Sache bleibt, egal wie anstrengend es ist. Handy, grasendes Rind. Handy, schwenk ins Tal rein, nach grasendem Rind. Ja, siehste, so schnell kann die Laune wieder bergauf gehen, weil es hier bergab geht. Ist natürlich sehr viel angenehmer, aber auch rutschiger. Hier kamen massive Regenfälle runter. Und der eigentliche Rheinsteig, den mussten wir jetzt verlassen aufgrund von Bauarbeiten bei... Was ist das? Das müsste schon Lahnstein, glaube ich, sein. Und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wir gehen jetzt gleich noch durch die Rupertsklamm. Das ist auch ein richtiges Highlight auf dieser Strecke hier. Uhr, wir überqueren jetzt die Lahn auf dieser schönen alten Brücke hier. Oh, das ist ganz schön hoch, sehe ich gerade. Und eisernes Gestänge.
CS Schmidt Brücke, gestiftet von der Firma Drahtwerk CS Schmidt AG, 8. September 1977. Ist das nicht geil? Wir laufen hier über einen richtigen Zeitzeugen. Klasse. Ja, und wenn ich mir die Lahn so anschaue, ich habe da vorhin auch so ein paar Schleusen schon gesehen, da kommt mir die Idee, da ich ja ein kleines Schlauchboot zu Hause habe mit einem 5 PS Motörchen, dass man da im Sommer vielleicht mal eine Bootstour machen könnte. Wisst ihr da was? Ist das erlaubt? Oder braucht man da eine bestimmte Genehmigung? Kann man die Schleusen benutzen? Gibt es da Möglichkeiten, das Boot irgendwo zu parken, um dann wandern zu gehen oder sowas? Also das sind gerade so Fragen, die ich mir stelle. Das ist mal so eine Sache, die ich mir, denke ich, für den Sommer vielleicht mal so anpeilen werde. Mal woanders rumfahren als auf der Mosel. Einfach mal die Lahn. Leute, klasse hier, ne? Jetzt laufen wir hier auf diesen Lost Place zu. Vielleicht ist das sogar das alte Drahtwerk, das diese Brücke hier gestiftet hat. Toll. Ja, und als nächstes geht's dann ab auf die Rupertsklamm. Herzlich willkommen am Eingang zur Rupertsklamm. Da steht jetzt Aufstieg zur Schutzhütte. Da ist sie dann zu Ende, diese Klamm, meine ich. Eine Stunde. Jetzt haben wir 17.26 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja schneller. Ja, Rupertsklamm bin ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal hier. Mit Kamera mindestens zum zweiten Mal. Der dritten Mal oder so. Ja, auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis. Ich habe jetzt so eine kleine Klettersteigpassage. Eine Hand reicht, um hochzukommen. Was natürlich schade ist, dass es jetzt schon relativ dunkel ist. Bei vollem Sonnenlicht hat man natürlich hier viel mehr zu sehen. Es ist richtig wild, romantisch und einfach toll und inspirierend hier zu sein. Und im Sommer platzt das Ding hier auch aus allen Nähten. Also da lohnt es sich wirklich, richtig früh da zu sein oder eben im Sommer in den späten Abendstunden. So, jetzt sind wir hier auch in dem Hauptteil der Klamm drin, in dieser kleinen Felsspalte, sag ich mal. Da oben ist schon die Brücke, wo wir rüber gehen. Und dann ist der interessanteste Teil auch schon wieder vorbei. Herzlich willkommen an der Rupertsklammhütte. 20 Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht, trotz schlechten Lichtverhältnissen und nicht sonderlich viel Gas gegeben zu haben. Also diese eine Stunde bis hier oben hin, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Also in 30 Minuten sollte man das eigentlich schaffen, wenn man es gemütlich angehen lässt. Ich weiß nicht, was für Fußgänger die da zugrunde gelegt haben. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 15,2 Kilometer mit dem neuen Track, 24 von dem alten. Dann sind wir jetzt bei, ja, Kilometer 40. Ja, bei Kilometer 40 sind wir. Das heißt, dann werden wir noch so 12, 13 bis zurück nach Koblenz zum Mikrocamper haben. Und deswegen schlage ich vor, dass wir hier jetzt die letzte Pause mit dem letzten Botteram und der letzten Dose Cola machen. Leute, ist das nicht geil? Da darf man sogar Feuer in der Rupertsklammhütte machen. Ich vermute aber, das muss man bestimmt irgendwo anmelden beim Bürgermeister, beim Rathaus oder sonst wo oder beim Förster, ich weiß es nicht. Und dann darfst du da Feuer machen. Da ist ein Kamin drin, da wird es schön warm drin. Kannst du auch schön feiern. Hochzeiten, Geburtstag, Junggesellenabschiede, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es ziemlich dunkel da drin. Aber wenn man das dann richtig mit Lichtern und Kerzen schön herrichtet, glaube ich, kann das eine richtig tolle Feier werden. Weiter geht's!
Ja, an die Stelle kann ich mich noch sehr gut erinnern, als ich im tiefsten Winter hier hochgegangen bin. Es war komplett geschlossene Schneedecke. Man konnte nur den Weg erkennen, weil vor mir sich schon jemand hier hochgekämpft hatte. Wahrscheinlich, weil er den Weg kannte. Also da wäre ich sonst wahrscheinlich verloren gewesen, beziehungsweise hätte mir einen anderen Weg gesucht. Das ist so extrem steil. Könnt ihr das erkennen hier? Dann in der Finsternis, linker Hand, beziehungsweise jetzt zur rechten hier. Das müsste Lahnstein sein. Das ist Lahnstein, was soll das sonst sein? Genau, ne, da, der fließt da lang. Boah, jetzt bin ich so geblendet. Leute, Wahnsinn! Aber die Finsternis ist und bleibt einfach die inspirierendste Zeit eines Marsches. Uhr, Kilometer 43. Herzlich willkommen. Eieiei, fernab des Rheinsteiges. Jetzt haben wir uns hier verlaufen in der Dunkelheit. Wadendriss. Gerade die ganze Zeit mit der Lampe rumgespielt. Ja, müssen wir wieder zurück. 50 Meter etwa. Dann sind wir wieder auf dem Track drauf. Hätten wir aber auch geradeaus weitergehen können. Ja, da wäre es aber viel länger geworden. Also gehen wir lieber wieder zurück. Leute, extrem windig geworden. Wir befinden uns gerade auf so einer Anhöhe. Und das geht hier mit den Höhenmetern richtig rund jetzt zum Feierabend hin. Wahnsinn. Hoch, runter. Also die Leute vom Moselsteig scheinen diesen Steig nicht gebaut zu haben. Denn bisher habe ich keine Hydraulikvorrichtungen gesehen. Das sind alles natürliche Erhebungen und Senken, die man hier manuell passieren muss. Uhr, Kilometer 47. Herzlich willkommen zurück auf Koblenzer Stadtgebiet. Jetzt biegen wir gleich noch einmal scharf links ab und dann gehen wir auch direkt auf bewohntes Stadtgebiet von Koblenz drauf zu. Die letzten Kilometer waren tatsächlich eher langweilig hier im Wald. Dunkel, siehst nicht viel. Hier und da schreckst du mal irgend so ein paar Hufer auf, dann erschreckst du dich zurück. Ja, und hier ist weiter. Viel passiert hier nicht. Ab und zu gucken dich auch so ein paar Augen aus den finsteren Wäldern, aus dem finsteren Wald an. Das ist immer so, ach, so ein bisschen Gänsehaut. Aber ich mag das. Ja, und jetzt bin ich auch froh, wenn wir langsam zurück sind und die Lichter der Stadt in die Lichter der Stadt wieder eintauchen. Eben konnte ich die ganze Zeit Bauernproteste hören, bis ich mal gecheckt hatte, dass das eben die Bauern waren. Und ich denke die ganze Zeit, was ist denn das für eine Sirene? Wir haben Sonntag, was ist da los? Ja, das waren die ganzen Buren hier, wer ist? Aber jetzt fahren sie nach Hus, die haben auch die Schnauze voll. Moin, machen die wahrscheinlich weiter. Keine Ahnung, wie lange das noch gehen soll. So, hey, gerade ins Lore, was ist das für ein Schild? Oh, guck mal hier. Militärischer Bereich, unbefugtes Betreten während der Übungszeiten ist verboten. Zuwiderhandlung werden verfolgt. Ja, das bedeutet, da muss man sich vorher informieren, wann die Übungszeiten sind, um hier nicht auch schon wieder einen auf den Deckel zu kriegen. So, und hier unterqueren wir jetzt die Brücke, die wir heute Morgen überquert haben. 20.10 Uhr, Kilometer 49, herzlich willkommen in Pfaffendorf. Ja, mit PF, ganz genau. Und herzlich willkommen zurück am Rheinufer. Leute, es ist so toll hier auf Koblenz jetzt zuzulaufen, die Lichter da zu sehen, die befahrene Brücke. Da fahren Schiffe, hier ist wieder richtig Leben in der Bude. Das ist immer so ein toller Kontrast. Kommst da aus der menschenverlassenen Natur und dann wieder zurück in die Zivilisation. Finde ich richtig genial. Leute, sieht das klasse aus. Herzlich willkommen zurück an der Festung Ehrenbreitstein. 20.36 Uhr, das sind jetzt keine zweieinhalb Kilometer noch. Dann sind wir oben zurück auf dem Plateau, aber das bedeutet nochmal ein letzter knackiger Anstieg. Boah, Leute, hier pfeift auch wieder der Wind. Richtig Wahnsinn. Und ich war gerade so ein bisschen verwundert, denn ich dachte, ich gehe da irgendwie
in das Haus von Privatleuten rein. Aber nein, dieser beleuchtete Weg, Treppenaufgang, ist Teil des Rheinsteiges, gehört wohl zur Festung Ehrenbreitstein und ist halt für die Öffentlichkeit rund um die Uhr zugänglich, damit der Rheinsteig eben rund um die Uhr passierbar ist. Ja, es ist schon beeindruckend. Da kommst du die Treppe da hoch und dann, boah, siehst du diesen beleuchteten Felsen da. Richtig geil. Ich bin aber auch jetzt auch richtig froh, wenn ich gleich da bin. Boah, jetzt haben wir uns hier so mühevoll auf das Burgplateau hochgekämpft. Jetzt gehen wir wieder runter. Leute, das ist bald gut. Da hinten müssen wir wieder hoch, um auf das Parkplatzplateau zu kommen. Also das ist jetzt wirklich langsam genug. Oh, was ist es schön. Leute, herzlich willkommen zurück um 21.11 Uhr nach, jetzt müssen wir aufaddieren, 23,8 plus 29,1 Kilometern mit 500 Höhenmetern plus 920 Höhenmetern. Kriege ich im Kopf nicht hin. Auf jeden Fall die Höhenmeter 1420 auf etwas mehr als 50 Kilometer. Das ist schon ordentlich. Also es war eine richtig geile Tour gewesen. Jetzt zum Schluss hin ein bisschen zäh, aber das ist meistens so. Ne? Kurz bevor dann so ein Marsch zu Ende ist, dann wirst du auch ungeduldig, willst da sein, die Füße werden schwer. Trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, auch jetzt könnte ich noch problemlos 50, 60 Kilometer machen. Das ist aber auch nur, weil man schon das Ziel vor Augen hat und schon so eine Art innerer Entspannung spürt und darüber hinaus dann so ein leichter Größenwahn entsteht. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Wenn mir jetzt einer gesagt hätte am Auto, so liebe Junge, drehst du rum, gehst die Runde nochmal. Ich glaube, da hätte ich schon so einen kleinen Breakdown bekommen. Das ist immer das, worauf man sich einstellt. Mehr ist dann in der Regel seltenst drin, wenn es sich nicht um einen Notfall oder sonstige Dinge handelt. So, der Mikrocamper ist soweit vorbereitet. Bett ist schon gemacht. Deswegen werden wir jetzt hier draußen im Stehen am Tresen Wasser zubereiten. Ich muss duschen und ja, also keine Zeit zum Ausruhen. Weiter geht's. So ihr Lieben, Uhrzeit habe ich gerade gar nicht im Kopf, ist schon ein bisschen später als vorhin. Duschzelt ist aufgestellt, es ist verdammt windig und meinem Schnupfen wird dieses Duschen in der Kälte wahrscheinlich nicht gut tun. Deswegen bin ich froh, diesen Windschutz hier zu haben. Ich habe heute die Pocket Shower dabei, die hängt über ein Seil hier von hier oben rein. Leute, das ist eine richtig gute Sache so rum. Und ja, sehr schön. Richtig schön warm. Und ich werde heute tatsächlich auch nur mit warmem Wasser duschen. Ich habe das mittlerweile auch zu Hause schon, mache ich das mittlerweile, dass ich so zweimal die Woche nur mit warmem Wasser dusche, kein Duschgel mehr verwende. Und geruchstechnisch ist das auch überhaupt kein Problem. Aber dann die anderen Tage brauche ich auf jeden Fall doch mal so ein bisschen Duschgel dazu, um die Abwechslung zu bekommen. Aber für unterwegs, wie auch jetzt, machen wir das hier komplett ohne Duschgel. Und das soll dann soweit auch reichen. So ihr Lieben, 22.37 Uhr, herzlich willkommen zurück. Die Dusche hat richtig gut getan, aber was soll ich sagen, Murphy's Law hat mal wieder auf ganzer Länge zugeschlagen. Ich war gerade fertig mit Duschen, da kommen aus allen Himmelsrichtungen irgendwelche Leute angefahren auf diesem menschenleeren Parkplatz an der Festung Ehrenbreitstein, stellen sich direkt neben mich, als ob da sonst kein Platz wäre. Laute Musik, Gekuhjaxe, Gerauche, Gekiffer, Alkohol. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Das gleiche Drama wie damals in Ulm auf einer Nachfeierabendtour, wo ich mich dann nachher ins Wohnmobil, ins Wohngebiet gestellt hatte, ne, um da Ruhe zu finden. Also Parkplätze, das muss ich jetzt endlich mal verstehen, da kannst du nicht übernachten, weil Parkplätze ziehen einfach zu jeder Uhrzeit, gerade in der
wenn es dunkel ist, Leute an. Haben die morgen keine Arbeit? Was lungern die da die ganze Zeit rum? Gut, wie soll ich dann da Ruhe kriegen? Also habe ich mal hier Google Maps angeschaut. Und ich bin jetzt 12 Kilometer nochmal weitergefahren innerhalb von Koblenz. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Gewerbegebiet Kesselheim. Kann das sein? Müssen wir morgen früh mal gucken. Ich stehe jetzt auf einem Wohnmobilstellplatz. So, hier ist offen, aber keiner da. Keine Ahnung, ob ich was bezahlen muss. Also ich parke ja hier nur. Ich nutze ja keinen Strom und kein Wasser und nichts. Müssen wir einfach mal sehen. Ja, Mann, also da wirst du doch bekloppt, ne? Vor allem musst du noch Sorgen haben, dass du da als Sittenstrolch dann noch verhaftet wirst, weil du dann nackt hier durch die Gegend rennst, weil du duscht und so weiter. Das ein Film gewesen wieder. Ja. Gut, aber jetzt haben wir ja einen schönen Platz gefunden. Das werden wir in Zukunft auch so machen. Also diese romantische Vorstellung, ja, mit dem Mikrocamper, da kann man ja überall schlafen, ist ja gar kein Problem. Leute, läuft nicht. Das funktioniert nicht. Gut, ich denke, damit habe ich das jetzt verstanden. Und damit werden wir in Zukunft eben entsprechende Plätze aufsuchen. So, hier wird jetzt schön die Waldpilzsuppe vorbereitet. Gerade der Gemüse... Brühewürfel reingewürfelt. Boah, Leute, ich habe so einen Hunger. Ich bin auch richtig fettig, ne? Da muss jetzt echt mal was rein in den Pansen hier. Wo ist die Flash? Da. So, Wasser drin. So, Spiritus haben wir auf jeden Fall mehr als genug da. Lieber Dirk, nochmal tausend Dank für deine Unterstützung da. So, Löffel. Ah, Leute. Es ist so windig draußen. Wahnsinn. So. Jetzt stell mal vor, wir hätten den Dirk nicht erreicht oder hätten erst jetzt gemerkt, dass wir keinen Spiritus da haben. Dann hätte ich hier auf dieser Kerzenflamme kochen müssen. Boah, das wäre nichts geworden. Das hätte nichts gebracht. Also, ne, ist schon gut, dass wir den Dirk getroffen haben. Sollte so sein. Ja, dann jetzt hier die Maultäschchen da rein. Oh. Ganz kalte Finger, Leute, hinein, die letzte direkt in den Mund. Wie der kleine Michael, der schon damals immer im Laden, das erste Wert, das echte, direkt im Laden gegessen hat. Ne? Ja, dazu dann wunderbar hier ein Bügel Reis, ja, die Hälfte fällt raus, geil. Ah, egal, ne, nicht egal, das ist scheiße, aber Mama ist nichts dran. So, rein damit. Und dann... Nichts wie ab damit, auf das Feuer. Aber da müssen wir noch mal nachtanken, für das Wasser aufzuheizen. Hat nämlich schon ziemlich viel Spiritus verbraucht. Aber es ist genug da. Ah, herrlich. Drauf. Wo ist der Anzünder? Ja, das ist eben irgendwie alles durcheinander geflogen hier. Wo ist das jetzt? Da sind noch Maultaschen drin. Ah, noch zwei Stück. Ich denke schon, was ist das Ding so leer? Gut. Hauen wir dann nachher rein, oben auf den Reis mit drauf. Und jetzt müssen wir erstmal hier das Dingens anstechen. Wo ist denn der Feuerstahl ist weg? Gut, nehmen wir hier ein Stück Papier vom Kilometerzettel. So, machen wir das so. Guck mal hier. Improvisation. So, zack. Läuft. Und dann eben noch die restlichen Maultaschen rein. Und dann hätte gleich endlich was zu essen. Das Abendessen ist endlich zubereitet. Muss es noch ein bisschen abkühlen, aber ich glaube, hier oben kann man schon mal eine Maultasche probieren. Oh, wie das dampft, herrlich. Leute, und hier bläst der Blaspfiffi. Wunderschön. So, guten Appetit. Genial. Genial wie immer. Also Waldpilzsuppe, Reis, Maultaschen. Das ist einfach Komposition für die Ewigkeit. Schluck Isodrink und dann können wir hier endlich langsam zur Ruhe kommen. Guten Appetit!
0.15 Uhr, herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen Montagmorgen. Ja, das Essen ist gegessen, die Zähne sind geputzt, das Schlafen ist vorbereitet, aber ich bin jetzt hier schon dran, eure E-Mails zwecks Ticketbestellung für den OMS Community Marsch zu beantworten. Das mache ich natürlich alles händisch und dann werden auch schon hier und da ein paar Fragen geklärt. Das werde ich jetzt noch so lange machen, bis ich keine Lust mehr habe. Den Rest mache ich dann morgen, übermorgen und so weiter. Ja, das war's dann hier auch für heute. Ich sage gute Nacht und bis später. 20 vor 8 in der Früh. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück an diesem immer noch etwas windigen Montagmorgen hier in Koblenz-Wallersheim auf dem Reisemobil Stellplatz Koblenz. Gar nicht so weit weg vom deutschen Eck. Ich sehe es aber gerade nicht. Wusste auch nicht, in welche Richtung ich blicken müsste. Auf jeden Fall, das ist so ein Gewerbe-Industriegebiet. Also die Lage eher trist, aber trotzdem hat man hier seine Ruhe und das ist wichtig. Ich habe hier wunderbar die Nacht verbracht, hatte keine Sorge, dass irgendwer kommt oder guckt oder Party macht oder sowas. Also davon bin ich jetzt auf jeden Fall endgültig geheilt, zu glauben, dass man mit so einem Camper überall und problemlos schlafen könnte. Das läuft nicht. Ja, auf jeden Fall muss man jetzt hier wieder aufräumen, das ganze Chaos hier beseitigen und das Auto fit machen für morgen, denn da geht es nämlich schon weiter nach Hamburg zur Arbeit und da habe ich dann auch schon umgeplant gedanklich. Da werde ich mir auf jeden Fall auch einen Wohnmobilstellplatz oder so ein Reisemobilstellplatz suchen. Wird es da bestimmt irgendwie geben, weil ursprünglich wollte ich auch da wieder irgendwo mich an den Straßenrand stellen, aber das läuft nicht. Das mache ich nicht mehr mit. Ja, die Nacht soweit ganz gut verbracht. Trotzdem war ich relativ häufig wach gewesen, weil ich mich so rumgeschmissen hatte. Eigentlich ziemlich unruhig geschlafen. Mein linker Fuß tut auch weh. Ich glaube, da habe ich mir irgendwas überlastet. Wenn ich so abrolle jetzt, der Fußballen, der tut richtig weh. Und das macht mir Sorgen. Vor allem für die, im Blick auf die bevorstehende Marschsaison. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall das im Auge behalten und dann mal eventuell oder wahrscheinlich einen Orthopäden nochmal aufsuchen. Also meinen Orthopäden aufsuchen. Ja, ganz praktisch auch, dass wir wieder mit dem Mikrocamper zur Arbeit fahren morgen. Da brauche ich hier gar nicht so weit aufzuräumen. Kann man den größten Teil alles drin lassen. Nur die schmutzigen Sachen raus, Wäsche, Geschirr und sowas. Vielleicht koche ich auch mal wieder auf dem großen S-Bit-System, wenn wir in Hamburg sind. Mit dem kleinen Dingi, das ist zwar geil, ja, aber das ist halt immer komplett randvoll und dann wird es halt schwierig mit dem Umrühren. Das pappt dann unten an. Wenn du zu feste rührst, dann schwappt die Kacke über. Also ich denke, da nehmen wir das Größere mit. Ja, Leute, das war's dann hier an dieser Stelle. Mich führt mein Weg jetzt schnurstracks zurück nach Hause. Sohnemann muss von der Schule abgeholt werden. Homeoffice muss noch gemacht werden. Ticketbestellungen für den OMS Community Marsch müssen bearbeitet werden. Also Leute, immer stramm zu dünn. Deswegen möchte ich dieses Video hier an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid. Madet Jod und tschüss. Halt, halt, halt. Eine kurze Sache noch. Herzlich willkommen zurück zu Hause. Beim Rucksack auspacken habe ich jetzt gerade so einen richtigen Schreck bekommen. Ich denke, was ist das denn hier? Und da fiel es mir wieder ein, das ist ja diese Ölflasche, die ich da gestern im Wald gefunden habe. Und wenn ich mir die jetzt genauer anschaue, das habe ich gestern gar nicht so gesehen, sind da so ganz viele kleine Löcher drin, wie so Bissspuren von einem Hund, von diesen scharfen Eckzähnen. Also vielleicht handelt es sich dabei gar nicht um illegale Entsorgung von Abfall, sondern um ein verlorenes Hundespielzeug. Gut, trotzdem, soweit hat nichts im Wald verloren. Das wird jetzt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Damit bin ich raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Madet Jod und tschüss.